Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Das Kulturell. Gerald Groß gegen Sebastian Bornmehner. Die besten Aussagen, die schärfsten Analysen. Das beliebte Streitduell. Jetzt im großen Jahresrückblick auf OE24TV. Ja, und hier sind wir mit einer ganz ungewöhnlichen Besetzung für einen Jahresrückblick. Wir werden Ihnen ab sofort jeden Monat dieses Jahres als Streitgespräch präsentieren. Und zwar wirklich jeden Monat. Wir fangen beim Jänner an und wir werden das 12 Tage lang bis zum Dezember durchhalten. Das ist ein Versprechen und gleichzeitig eine Drohung, wenn Sie die beiden Gesprächspartner hier sehen. Gerald Groß ist hier und will wirklich 12-mal eine Stunde streiten. Und Sebastian Bornmehner will 12-mal eine Stunde dagegen halten. So ist es. Also, Groß gegen Bornmehner, Ihr Lieblingsduell in einem Jahresschluss-X-Large-Format, 12-mal eine Stunde. Mit der ersten Stunde, sprich mit dem Jänner, beginnen wir heute. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und Sie werden sehen, das ist eine besonders eigenwillige, kreative, vielleicht auch goscherte Aufbereitung eines ganz besonderen Jahres. Der Gottschalk hat gesagt, das war ein Scheißjahr 2022. Stimmt das, Gerald? Naja, es war ein annus horribilis, würde ich sagen. Es war ein Horrorjahr. Sanktionen, Inflation, die Ausläufer von Corona, die Menschen in Angst und Panik. Also lustig war dieses Jahr 2022 nicht und ich bin froh, wenn ich es am 31.12. abhacken kann. Man könnte auch sagen, es war ein journalistisch faszinierendes, unglaublich spannendes Jahr, Sebastian, oder? Absolut. Ich meine, für mich ist jedes Jahr, dass ich hier im Studio mit Gerald Groß verbringen muss, ein bisschen ein Annus Horribilis. Ich glaube, es war jetzt schon das vierte, das wir hinter uns gebracht haben. Und jetzt 12 Stunden lang. Und jetzt 12 Stunden, keine Ahnung, wie wir das aushalten werden. Aber das Jahr an sich war ziemlich herausfordernd und wird sicher als eine Art Zeitenwende in die Geschichte eingehen. Also, ein ganz, ganz verrücktes, laut Thomas Gottschalk beschissenes, laut mir sehr, sehr spannendes, auf jeden Fall ganz, ganz sicherlich erinnerungswürdiges Jahr, werden wir ab heute jeden Abend für Sie Revue passieren lassen. Willkommen dazu bei diesem Duell. Und wir starten mit dem spannendsten Berufswechsel dieses Jahres. Ein Lehrling, könnte man sagen, der zu einer Führungsposition am Ballhausplatz aufgestiegen ist, hat plötzlich entschieden, die Hocken hinzuschmeißen und nach Amerika zu gehen. Schauen Sie sich das an. Sebastian Kurz ist derzeit viel unterwegs. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der im Vorjahr unter Korruptionsverdacht als Bundeskanzler und ÖVP-Chef zurückgetretene Kurz Global Strategist bei Thiel Capital, einer Firma des deutschstämmigen US-Investors Peter Thiel, wird. Thiel war ein Unterstützer des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Thiel Capital mit Sitz in Kalifornien ist eine von mehreren geschäftlichen Initiativen Thiels. Der Milliardär investiert hauptsächlich in Technologieunternehmen. In diesem Bereich wird Kurz wohl tätig sein. Er wurde wiederholt auf Flughäfen gesichtet. Nicht nur in Kalifornien wird er allerdings arbeiten. Darüber hinaus wurde bekannt, dass der Ex-Kanzler Co-Vorsitzender des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung wird. Dieser Rat setzt sich für Toleranz für das jüdische Leben in Europa, gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocaust ein. Und nun hört man von einem weiteren Projekt von Kurz. Am vergangenen Donnerstag gründete Sebastian Kurz auch ein eigenes Unternehmen, die SK Management GmbH. Sebastian Kurz ist dabei Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter des Unternehmens. Er brachte die Stammanlage für die GmbH von 35.000 Euro ein. Der Geschäftszweig seiner Firma verrät auch, wohin die Reise bei Kurz nach dem Aus in der Spitzenpolitik geht. Halten von Beteiligungen, Beteiligungsverwaltung, Erbringung von Managementdienstleistungen und Unternehmensberatung. Kurz trat im Zuge der Chat-Affäre am 2. Dezember 2021 nach 10-jähriger Regierungstätigkeit von allen politischen Ämtern zurück. Am 27. November letzten Jahres wurde er zudem erstmals Vater eines Buben. Sohn Konstantin soll auch entscheidenden Anteil daran gehabt haben, dass er sich letztes Jahr aus der Spitzenpolitik zurückgezogen hat. Ja, das Jahr begann also ohne unseren Basti Fantasti. Entzugserscheinungen allerhöchsten Ausmaßes. Die eine Hälfte sagt, Gott sei Dank ist der Schwindler weg. Graf Schwarzenberg sagt, der größte Schwindler, den die Politik je erlebt hat. Die anderen sagen, eigentlich sollte er noch da bleiben, weil die ÖVP ist bald unter 20%, wenn das so weitergeht. Lieber Gerald, deine Analyse dieses Basti
Desasti. Naja, Basti Fantasti war ja der Spruch von dir. Basti Desasti war dann während Corona und dem Hochkommen der Korruptionsermittlungen. Und möglicherweise heißt es dann 2023 mit der Unschuldsvermutung Basti ins Knasti. Also wir wissen es ja nicht. Aber was ist Sebastian Kurz? Sebastian Kurz ist eine Täuschung. Und zwar eine Täuschung seiner Wählerinnen und Wähler, zu denen ich mich 2017 gezählt habe. Und am Ende auch eine Enttäuschung. Und er ist in Wahrheit eine Mogelpackung, der nun in der Realität, in der harten Realität des der freien Wildbahn der Privatwirtschaft angekommen ist und sich in Wahrheit seinen Unterhalt sichern muss. Sein politisches Vermächtnis wird lange nachhallen auf der Anklagebank. Nicht mehr auf der Regierungsbank, sondern auf der Anklagebank. Die Skandale haben uns bewegt, die Chats, die WhatsApp-Gruppen, die Beidl-Fotos oder was auch immer da herumgekommen ist. Was? Kann man also jetzt. Also ja, wir wissen schon, von was wir reden. Also es wird uns alles bewegen, das Triumvirat, Gernot Blümel, Sebastian Kurz und dann Thomas Schmidt. Die Gernot Blümel sitzt bei Superfund. Sebastian Kurz ist jetzt nicht nur bei Thiel, sondern vor allem bei den Saudis, Abu Dhabi und Katar aktiv. Und Thomas Schmidt reist von der WKStA zum Urausschuss und wieder zurück. Sebastian, deine Bilanz des Basti Desasti? Also ich finde, besser als die vielen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, mit denen ich momentan in Niederösterreich, seit ich dort wohne, zu tun habe, die anfangs sehr, sehr begeistert von Sebastian Kurz waren und jetzt sehr enttäuscht sind, bringen es perfekt auf den Punkt. Die sagen, sie haben sich erhofft, dass er tatsächlich nach der mitterlehnerschen Parteiobmannschaft einen neuen Stil einbringt und jetzt hat er ihr mehr geschadet der ÖVP, als ein Mitterlehner es jemals hätte machen können. Also ich glaube, das ist das große Vermächtnis von Sebastian Kurz, dass er die ÖVP in eine Untiefe gestürzt hat und dass er wahrscheinlich mitverantwortet, dass die ÖVP nach dann 35 Jahren zum ersten Mal nicht mehr in der Bundesregierung sitzen wird, weil das wird ziemlich sicher nach der nächsten Wahl der Fall sein. Und ich glaube, Sebastian Kurz ist das, was schon Karl-Heinz Grasser in gewisser Weise vorgeführt hat, nämlich der fleischgewordene Traum von ganz vielen Menschen in Österreich, über Parteigrenzen hinweg, der Wunsch nach einem jungen, aufrichtigen Politiker, der alles anders macht. Der ideale Schwiegersohn. Der ideale Schwiegersohn und der ideale Politiker auch in gewisser Weise. Und entpuppt sich dann halt als zu schön, um wahr zu sein. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Erkenntnisse des Jahres 2022, dass man immer vielleicht ein bisschen kritischer sein sollte zu dem, was einem so als schön und perfekt präsentiert wird. Das trifft ja nicht nur auf Sebastian Kurz zu, sondern auf viele andere Menschen in unterschiedlichen Parteien. Und deswegen glaube ich, dass es insofern auch heilsam war, weil wenn wir nicht endlich beginnen, die Politik kritischer zu hinterfragen und diese Wunderwut ist, die uns ja immer wieder alle paar Jahre präsentiert werden, dann wird die Demokratie langfristig massiv gefährdet. Aber in Wahrheit hat natürlich dieser Berufswechsel des Lehrlings, wenn man so sagen darf, des Bundeskanzlerlehrlings zum Unternehmerlehrling dieses Jahr geprägt. Ja, aber es hat uns in eine tiefe Krise gestürzt und die ÖVP überhaupt ins Desaster gestürzt. Ich glaube nicht so sehr, dass der Abgang von Sebastian Kurz, sondern eher das, was er und seine Truppe mutmaßlich alles zu verantworten hat, das ist das, was die ÖVP in eine Krise stürzt. Auch das ist nicht wirklich nur auf seinem Mist gewachsen, muss man auch sagen. Aber er hat das System der ÖVP perfektioniert. Und das, was wir jetzt bekommen, wo die Kommunikation und die Message Control weg ist, das, was wir zu sehen bekommen von der ÖVP, das gefällt halt vielen Menschen nicht zu Recht. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt eben sehen. Der Lack ist ab. Es wurde ja irgendwie schön alles überpinselt mit Sebastian Kurz. Und das, was da unten zum Vorschein kommt, ist halt maßgeblich verschimmelt. Gerald hat Kurz dieses Jahr in die Krise gestürzt. Und wie genial war sein erster Nachfolger Schallenberg? Ich würde nicht sagen, dass er es in die Krise gestürzt hat, sondern ich glaube, dass das Jahr deswegen so desaströs war, weil es die Summe aller Krisen war, die die Politik verursacht hat. Grundrechtseinschränkungen, Corona, Impfpflichtdebatte Alexander Schallenberg, Impfpflichtbeschluss Alexander Schallenberg, Sanktionsbeschluss Karl Nehammer. Das ist ja alles in Wahrheit die Summe einer falschen Politik. Es ist ja nicht Gott gegeben, dass Österreich in der Katastrophe war im Jahr 2022. Es ist ja nicht Gott gegeben, dass wir die höchste Inflation seit 1945 haben, sondern es ist am Ende die Summe aller dieser Fehlentscheidungen
der unterschiedlich handelnden Personen. Der Ausgangspunkt ist Sebastian Kurz, weil mit dem Rücktritt von Sebastian Kurz und damit dem Dreikanzlerjahr, sprich Alexander Schallenberg, sprich Karl Nehammer, ist natürlich auch diese innenpolitische Irritation herausgekommen. Faszinierend ist, dass die Grünen sich am Nasenring durch die Arena führen haben lassen, lieber an der Macht geklebt sind, als diesem Irrsinn ein Ende zu setzen. Apropos Dreikanzlerjahr, das Jahr 2022, der Jänner, hat wieder mit einer personellen Neubesetzung begonnen. Wieder ein Lehrling am Ballhausplatz, einer, der gleich von sich aus gesagt hat, er will zunächst einmal lernen. Und das war der Charlie Schmähammer. Karl Nehammer soll es also für die ÖVP richten. Als Innenminister hat er bisher nicht viel falsch gemacht und jetzt wurde er auserkoren, die Wahlerfolge für die Volkspartei fortzusetzen und ihr das Kanzleramt abzusichern. Der 49-Jährige gehört durchaus zum Umfeld des ausgeschiedenen VP-Chefs Sebastian Kurz, aber nicht zum engsten Kreis. Der neue ÖVP-Chef ist von Beruf Trainer für strategische Kommunikation und Rhetorik. Das entsprechende Wissen wurde ihm an der Donau-Universität Krems unter anderem von Peter Filzmeier vermittelt. Seine erste Karriere machte der Niederösterreicher aber als Offizier beim Heer. Nach der Grundausbildung blieb Nehammer den Streitkräften treu und schulte Informationsoffiziere. Genug Erfahrung in der Parteiarbeit hat der Wiener, der politisch aber in der Niederösterreichischen Volkspartei sozialisiert wurde, etwa durch seinen Job als Generalsekretär der ÖVP. Bündisch ist seine Heimat der ÖAAB, dessen Management eine Zeit lang ebenfalls seine Aufgabe war. Als Innenminister hatte Nehammer sein Ressort ganz gut im Griff. Die Pannen im Vorfeld des Terroranschlags ihm umzuhängen, versucht die Opposition. Doch Nehammer war zu dem Zeitpunkt wohl noch zu kurz im Amt, um wirklich in die Verantwortung für die Problembehörde BVT genommen zu werden. Reagiert hat er jedenfalls schnell mit der Einsetzung der Zerbes-Kommission. Die Reform des Staatsschutzes gemeinsam mit Rot und Blau durch das Parlament zu bekommen, kann er sich als Erfolg anrechnen lassen. In der Zuwanderungspolitik exekutiert Nehammer den restriktiven Kurs, den die ÖVP seit vielen Jahren fährt, bemüht sich aber um einen vergleichsweise moderaten Ton. Der Fokus ist trotzdem klar: Abschottung. Zuerst hart und dann auch zart versuchte es Nehammer beim Pandemie-Management. Bitten ans Volk wechselten mit grimmigen Warnungen und Wortbildern der Polizei als Flex. Tatsächlich recht sauer dürfte Nehammer auf die FPÖ sein, weil diese Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen auch noch befeuert und so der Polizei unangenehme und auch teure Arbeit macht. Dass Nehammer VP-Chef und Kanzler kann? Kann schon sein. Der Schwiegersohn von TV-Legende Peter Niedetzki gilt als verbindlich und loyal. Politbeobachter beschreiben ihn als durchaus telegen, rhetorisch nicht brillant, aber ausreichend geschult. So kann er möglicherweise an vorderster Front den Wähler durchaus überzeugen. Bekannt ist Nehammer auch als strammer Parteisoldat und als jemand, der sehr gut in Niederösterreich verwurzelt ist. Laut Profil dürfte Nehammer der Einzige sein, der mehr niederösterreichische ÖVP-Funktionäre zwischen Waldviertel und Wechsel kennt als Erwin Pröll. Als wichtigster Förderer Nehammers gilt aber nicht Pröll, sondern Wolfgang Sobotka. Absolute Loyalität zur Partei zeichnet ihn aus, so übernimmt Nehammer immer wieder auch unangenehme Aufgaben, wie das Erklären von Festplattenschredderaktionen und Parteispenden in Millionenhöhe. Interessant wird schlussendlich werden, ob Nehammer der Mann ist, der seine Partei rückfärbt. Denn zumindest seine parteiinternen Förderer gelten eher als schwarz, denn als türkis. Dass Gerhard Kahner sein Nachfolger im Innenressort wird, passt jedenfalls eher zur alten Schule der ÖVP. Ja, da lebte die Hoffnung Anfang Jänner 2022, als Karl Nehammer durch die Drehtür von Van der Bellen ging, die ja 2022 praktisch richtiggehend rotiert hat. Und alle haben gemeint, mit dem Nehammer, da kommt jetzt eine neue Chance auf Österreich. Und in diesen wilden Duellen, Groß gegen Sebastian Bornmina, war der Sebastian der Meinung, der Nehammer hat das Zeug zu einem wirklich guten Bundeskanzler, dem muss man eine Chance geben, weil der wird Österreich eine neue, bessere Zukunft ermöglichen. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, Sebastian, oder? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich denke, bei Karl Nehammer, als wenn wir jetzt in den Jänner zurückgehen, da war tatsächlich es so, dass Gerald Gross und andere schon nach 3 Minuten, also quasi er hat gerade erst die Bundeskanzlerplakette übernommen und war schon irgendwie abqualifiziert. Da habe ich und viele andere im Land gesagt, bitte messen wir ihn an den Taten. Ja? Also was wir nicht brauchen, gerade in so einer Situation wie jetzt, ist eine parteipolitische Vorverurteilung, das brauchen wir nicht. Ich finde, auch ein Karl Nehammer hat sich verdient, sich in seinem Amt zu beweisen.
heißen. Ich finde, im Jänner und in den weiteren Monaten hat er einige sehr wichtige Schritte gesetzt. Ich erinnere da nur, dazu werden wir später noch kommen, an die gewisse Demissionierungen, die auch nicht ganz freiwillig waren, von zentralen Schlüsselpersonen aus der Ära Kurz. Das hat er gut eingefädelt. Ich finde, Karl Nehammer hat auch am Anfang wichtige Signale einer anderen Form des Umgangs mit der öffentlichen Meinung, mit den Sorgen und Ängsten der Bürgerinnen und Bürger präsentiert. Und deswegen finde ich es gerechtfertigt, dass man im Jänner noch gesagt hat, hey, schauen wir uns doch einmal an, was der wirklich macht. Vielleicht ist er wirklich das, was wir uns von der ÖVP im christlich-sozialen Sinne auch erwarten sollten. Oder vielleicht ist er doch nur der Wurmfortsatz des Sebastian Kurz. Und ich finde, das hat man in diesem Jahr schön gesehen. Ja, da hat es dem Gerald Gross schon den Wagen umgedreht, als du begonnen hast, den Karl Nehammer da abzuschmusen. Naja, also er hat es so getan, als wäre Karl Nehammer direkt von Gott gesandt, erstmal auf der Erde aufgetroffen und sofort ins Kanzleramt gekommen. Von Hannes. Sebastian Bornemänner hat ja vergessen, dass Karl Nehammer Innenminister gewesen ist und einen Terroranschlag politisch zu verantworten gehabt hat oder in Österreich geborene Kinder abgeschoben hat. Das hat der Herr Dr. Bornemänner in seinem Opportunismus schnell vom Tisch gewischt. Oder und er hat auch vergessen, dass er ÖVP-Generalsekretär war und 2017 und 2019 eine Wahlkampfkostenüberschreitung als Generalprokurist der türkisen Bande, wie wir es nunmehr wissen, zu verantworten gehabt hat. Das hat er alles vom Tisch gewischt. Da war die Liebe groß. Charlie, Charlie, Charlie. Bussi. Bussi, Bussi war angesagt und ich wusste, Karl Nehammer hat eine politische Vergangenheit und die politische Vergangenheit lässt nur darauf schließen, dass er in Wahrheit der oberste Kremateur der österreichischen Volkspartei ist, nämlich der, der dann die ÖVP in die Feuerhalle überführen will, als Last Man Standing, Dead Man Walking, kann man auch dazu sagen. Und das hat sich gezeigt. Er ist heute der Kanzler, der die höchste Inflation zu verantworten hat. Das ist der Kanzler, der die höchste Dichte an Ermittlungsverfahren gegen seine Regierung zu verantworten hat. Und es ist in Wahrheit so, er ist der Konkurs- und Masseverwalter der österreichischen Volkspartei und nicht einmal die eigenen Funktionäre, die es ja gibt, durchaus vernünftige auf Bezirksebene, auf Landesebene, folgen ihm nunmehr, sondern er ist in Wahrheit die Person, unifizierte Qual der Nachlassverwalter des Sebastian Kurz. Sebastian, du siehst es ja, glaube ich, so, dass du sagst, er hat einen relativ starken Start gehabt, dann ein sehr schwaches Jahr, aber in den letzten Monaten kommt er jetzt schon langsam in Fahrt und du gewinnst wieder Achtung für ihn. Also, sehe ich das richtig? Die Hoffnung lebt wieder weiter. Also das, was mich am Anfang des Jahres irgendwie hoffen hat lassen, nämlich dass er von der Art und Weise, wie er Politik macht, sich doch deutlich abhebt von Sebastian Kurz, hat sich am Anfang bestätigt, hat dann zwischendurch aus meiner Sicht einen Durchhänger gehabt. Und jetzt gerade... Was war der Durchhänger, wenn ich das so mal fragen darf? Naja, wenn man in einer Krise, in einer beispiellosen Krise, wie wir es jetzt gerade haben in Bezug auf die Teuerung, die ja begonnen hat, im Frühsommer und Sommer sich zu verdichten und es schon klar wurde, wir werden da wirklich hohe Nachzahlungen haben, wo wir auch gesehen haben, dass bei den Lebensmittelkosten, beim Sprit vor allem, extreme Explosionen stattgefunden haben, in der Situation nicht das zu machen, was wir alle gefordert haben, und zwar über die Parteigrenzen hinweg, nämlich Helikoptergeld, also echtes Bargeld auf die Konten der Leute und nicht irgendeinen verwackelten Klimabonus. Preisdeckel. Genau, ein Preisdeckel und tatsächlich auch alle staatlichen Instrumente zu nutzen, die es gibt. Bis zum heutigen Tag, am Ende des Jahres, haben wir immer noch nicht das, was wir im März und April schon gefordert haben. Aber jetzt meinst du, verbessert er sich? Na, jetzt habe ich das Gefühl, hat er verstanden, angesichts des Platz 3, der sich immer mehr verfestigt für die ÖVP in den Umfragen, dass er eigentlich keine andere Chance mehr hat, als wirklich in die Offensive zu gehen. Und mit Abstand, es gibt ein paar Aussagen im Asyl- und Migrationsbereich, die taugen mir nicht. Von der Linie her, grundsätzlich zu sagen, wir müssen ein vollkommen neues Migrations- und Fluchtregime aufbauen, da bin ich absolut seiner Meinung. Und deswegen glaube ich, dass er jetzt zum Jahresende langsam wieder dorthin kommt, wo wir ihn zum Jahresanfang gesehen haben. Du glaubst, Richtung 2023, der wird noch ein guter Kanzler? Ich glaube zumindest, dass er kein schlechterer Kanzler wird. Bitte keinen Lachflash, keinen Lachflash. Genau, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich glaube zumindest, dass er kein schlechterer Kanzler wird. Und ich muss ehrlicherweise in der jetzigen Situation sagen, wenn ich mir anhöre, was aus der Opposition kommt, ob von der SPÖ oder von der FPÖ, dann ist mir ein Karl Nehammer immer noch lieber im Kanzleramt als ein Herbert Kickl oder eine Pamela Rendi. Ja, Dr. Bornemänner, schlechter ist was? Schlechter ist ein Wasserhydrant, schlechter ist ein Meter Feldschwert. Schlechter als jedes FPÖ-Regierungsmitglied der letzten 30 Jahre. Herr Dr. Bornemänner, wir haben das schleißigste Politpersonal in der Geschichte der Zweiten Republik. Nicht. Ich möchte mich Herr hier Kraus. Bei dieser Gelegenheit bei Werner Faymann aufrichtig entschuldigen. Ich möchte mich bei Alfred Gusenbauer
aufrichtig entschuldigen. Ich möchte mich bei Wolfgang Schüssel, bei all diesen Kanzeln, bei Franz Vranitzky, den die SPÖ vor wenigen Tagen ja noch zu Grabe getragen hat, bei all diesen großen Kanzlern, ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Sie waren allesamt Lichtgestalten, als diese Nachtwächterregierung, die sich nun verfestigt hat und sich nun nur mehr an ihren als die Uhu-Kleber mit Superkleber an ihren Sesseln festsetzt, währenddessen ihre Nachwuchsorganisationen auf der Straße pickt. In Wahrheit ist diese Regierung Teil des Problems und nicht der Lösung geworden. Eine Regierung sollte Teil des Problems sein und an der Spitze ist es die ÖVP. Den Leich können Sie sich nicht mehr scheinreden. So, das war ein spannendes erstes Duell. Sie sehen, wir werden diesen Jahresrückblick so spannend machen, wie das Duell Groß gegen Born-Mena jeden Dienstag ist, aber diesmal täglich, jeden Tag, jeden Abend eine Stunde für einen Monat. Heute ist der Jänner dran. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann, weil wir auch der Menschen gedenken müssen, von denen wir uns verabschieden mussten in diesem Jahr, ein ganz, ganz besonders lieber Mensch, den wir verloren haben. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das Kulturell. Gerald Groß gegen Sebastian Born-Mena. Die besten Aussagen, die schärfsten Analysen. Das beliebte Streitduell. Jetzt im großen Jahresrückblick auf OE24TV. War das ein verrücktes Jahr? War das, frei nach Thomas Gottschalk, ein beschissenes Jahr? War das ein spannendes Jahr? War das ein ganz besonderes, vielleicht sogar historisches Jahr, wenn auch wahrscheinlich nicht im positiven Sinn. Und deshalb eine besondere Überdosis Jahresrückblick auf OE24TV. Einerseits der Jahresrückblick von Karl Wendel, den haben Sie gerade gesehen. Und andererseits habe ich die Freude, Ehre und Begeisterung mit meinen zwei Lieblingsduellanten, nämlich Gerald Groß und Sebastian Born-Mena, dieses Jahr im Streitduell Revue passieren zu lassen. Die beiden sind sich schon bei Karl Nehammer in die Haare geraten. Jetzt aber würde ich um ein bisschen Kontenance und ein bisschen, Rückblick und Trauer bitten, denn es galt in diesem Jahr Abschied zu nehmen von einer Fernsehikone, die eigentlich Teil unseres Wohnzimmers war, die vor allem Teil dieses alten klassischen Bacher ORF war. Sepp Forcher, der Alpensepp, könnte man sagen, hat Abschied genommen und ist sozusagen in die ewigen Alpen übersiedelt, zum lieben Gott, weil dort hat er sicher einen Stammplatz und wird den lieben Gott jetzt mit den österreichischen Volksmusikweisen unterhalten. Uns wird er fehlen, so wie uns viele, viele gute Sendungen des ORF fehlen. Das war er, Sepp Forcher. Jahrzehntelang ist er mit Klingendes Österreich ein verlässlicher Begleiter im heimischen TV gewesen. Nun ist Moderatorenlegende Sepp Forcher kurz nach seinem 91. Geburtstag verstorben. Das bestätigt der ORF der APA am Sonntagvormittag. Erst im Frühjahr 2020 hat er seine TV-Karriere beendet und an seinen Nachfolger Hans Knaus übergeben. Ende November ist Forchers Ehefrau Helene verstorben, mit der er 65 Jahre lang verheiratet gewesen ist. In einem am Mittwoch erschienenen Interview mit dem Magazin Servus in Stadt und Land sagt er laut vor Abmeldung: Meine letzte Sehnsucht ist, dass Helle und ich nicht zu lange getrennt sein müssen und dass ich die Tage, die ich noch habe, genießen kann. Seine Frau überlebte Forcher nur um wenige Wochen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigt den Verstorbenen, der den Fernsehzuschauer unprätentiös die verschiedensten Facetten Österreichs und Südtirols näher gebracht habe. Er hat von den Menschen erzählt, die Schönheiten der Landschaften beschrieben und kulturelle Feinheiten präsentiert und natürlich vor allem die Volksmusik. Seine Arbeit für den ORF beginnt mit Radiosendungen wie Ins Land Einschauen oder Mit dem Sepp ins Wochenend. Der große Durchbruch folgt schließlich mit dem Format Klingendes Österreich, das 1986 erstmals auf Sendung geht. 200 Folgen lang hat Forcher den Zuschauern die Natur und Volkskultur des Landes nähergebracht. Die Sendung lebt von der Abwechslung von musikalischen Darbietungen lokaler Gruppen und den prächtigen Naturaufnahmen des Landes.
Dass er von sich selber aufhöre, sei ganz unösterreichisch, wurde Forcher aus Anlass seiner späten Pensionierung mit fast 90 Jahren vom ORF zitiert. Ich brauche mir von niemandem sagen lassen, Sepp, lass bleiben, es ist genug. Der Sepp sagt sich das selber, und zwar nicht im Sinne eines Bedauerns, sondern voller Freude, dass es mir eben gelungen ist, 200 Mal das zusammenzubringen. Ja, 2022 war ein Jahr von vielen schmerzvollen Abschieden. Wir haben Christiane Hörbiger verloren, wir haben Didi Mateschitz verloren, wir haben Willi Resitaritz verloren und schon im Jänner haben wir Sepp Forcher verloren. Ein großer Verlust für den ORF, Gerald? Ein großer Verlust, weil er dem öffentlich-rechtlichen Auftrag nachgekommen ist. Ich glaube, Sepp Forcher war einzigartig im Vermitteln von Heimat, von Identität, von Volkskultur, von Tradition. Das war nicht dümmlich, das war nicht volksdümmlich, sondern das war Volkstum, Brauchtum. Und das hat er in einer einzigartigen Weise hier den Menschen näher gebracht. Ich konnte ihm einige Male begegnen und er war ein so demütiger und großartiger Mensch. Ich glaube, kaum ein anderer im ORF, außer den wir auch in dem Jahr verloren haben, Günter Ziesel, ehemaliger ZIP-Anchorman, das waren solche ORF-Gestalten, wo du gesagt hast, ja, das ist der öffentlich-rechtliche Auftrag. Sebastian? Also ich finde, Sepp Forcher hat es geschafft, Patriotismus ohne Nationalismus zu vermitteln. Und ich glaube, das ist etwas, was extrem wichtig ist in unserer Zeit, weil auch wenn man nicht hier geboren ist, auch wenn man vielleicht nicht mit allem übereinstimmt, kann man trotzdem stolz sein, in diesem Land zu leben, kann sich auch erfreuen an der Natur, kann auch versuchen, einen positiven Beitrag zu leisten. Sepp Forcher war das, was ein Umwelt- und eigentlich auch ein Klimaschützer im besten Sinne des Wortes ist. Vielleicht hat er sich selber nicht so verstanden, aber durch sein Tun hat er das ganz eindeutig gemacht. Und ich glaube, mit Sepp Forcher und Menschen auch wie Karl Merkatz, den wir ja auch verloren haben vor kurzem, gehen Menschen von uns, die uns unterhalten haben, die uns aber auch gleichzeitig etwas zum Nachdenken mitgegeben haben. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist in unserer Zeit. Meine beiden, das war ein Jahr, in dem extrem viel über den ORF diskutiert wurde. So viel wie eigentlich noch nie. Im letzten Jahr wurde ja Alex Wrabetz weggeputscht, kurz bevor er kurz gegangen ist, hat ihn kurz noch erledigt, hat dort seinen Wunschkandidaten Roland Weißmann eingesetzt. Der führt den ORF jetzt, hat schon im Jänner erstmals gesagt und jetzt am Jahresende noch einmal, das wird sich budgetär alles nicht ausgehen. Da fehlen hunderte Millionen Euro, er braucht mehr Geld vom Staat und der Gerald geht da so richtig in Saft. Naja, der ORF hat die höchsten Einnahmen seit Geschichte, seit seinem Bestehen und den höchsten Schuldenberg. Das möge man einmal bei der Geschichte erklären. Solche Persönlichkeiten wie Sepp Forcher haben etwas vermittelt. Was wir derzeit sehen, ist Malcolm mittendrin und sonstiges Trash-TV, das wir aus den USA bekommen, wofür die Menschen Zwangsgebühren zahlen sollen. Und die große Debatte, die auch in diesem Jahr wieder stattgefunden hat, ist es legitim, von 100% der Österreicherinnen und Österreicher wie die Wegelagerer und Raubritter die Talerchen aus der Tasche zu rauben, obwohl nur mehr 30% oder 40% diese Umerziehungsanstalt am Königlberg überhaupt konsumieren. Und die Frage stellt sich, ist dieser ORF nicht in der Privatwirtschaft besser aufgehoben? Ist es nicht so, dass der ORF auch in der Privatwirtschaft sich wahrscheinlich besser um den öffentlich-rechtlichen Auftrag widmen könnte? Denn Servus TV des verstorbenen Dietrich Mateschitz ist es ja besser gelungen als dem ORF und Servus TV oder OE24 TV, die ja auch mit Polit-Talks einen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen. Die kriegen keine Zwangsgebühren und schaffen es trotzdem, ein ordentliches Programm zu machen. Und die paar tausend Politoffiziere, die dort oben herumhängen, ja, da haben wir in der Privatwirtschaft wohl bessere Jobs für. Sebastian, da gab es ja viel Aufregung um den ORF. Ein Chefredakteur musste zurücktreten, weil er im privaten Chats mit Hatzi Strache hatte, wo er gesagt hat, die anderen sind ja viel linker als wir. Mhm. Ja? Wie siehst denn du diese ORF-Diskussion in diesem Jahr? Differenziert. Also ich bin grundsätzlich auch kein Fan der parteipolitischen Einflussnahme auf den ORF. Aber da war mir vollkommen egal, ob das die Orangen, die das ja bis zu einem gewissen Grad auf die Spitze getrieben haben, die FPÖ, ob das die SPÖ, die ÖVP oder die Grünen sind. Mir ist jegliche Form der Einflussnahme aus parteipolitischen Gründen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Graus. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, weil ich sehe ganz, ganz viele Journalistinnen und Journalisten im ORF, und dazu gehört auch Ö1 zum Beispiel und andere Formate, die ich für extrem wichtig und wertvoll für unser Land halte. Das hat man aber
nicht verwechseln mit der Management-Elite, die zum Teil absurde astronomische Gehälter sich gönnt und wo zum Teil parallele Strukturen in den Bundesländern und so weiter gelebt werden, die alle letztlich mitfinanziert werden müssen. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt inzwischen eine Debatte führen, die sich 2023 mit Sicherheit noch dynamisieren wird, über die Frage, wie soll ein ORF zukünftig aufgestellt sein, wie soll er finanziert werden und welche Mitsprachemöglichkeiten haben wir als Bürgerinnen und Bürger eigentlich? Weil das ist aus meiner Sicht schon ein Punkt, über den wir reden müssen. Ja, Gerald, zum Schluss, ist Roland Weißmann ein guter ORF-Chef oder wird er so wie Karl Nehammer das Licht abdrehen? Er wird das Licht abdrehen, weil Herr Weißmann ja in Wahrheit eingesetzt worden ist als Lord-Siegel-Bewahrer des Sebastian Kurz, als typisch türkiser Kandidat, der dann sinnigerweise diese Regierungskoalition abbildet. Wir vergessen ja immer, wenn wir von Weißmann reden, über den Stiftungsratsvorsitzenden, Aufsichtsratspräsidenten zu sprechen, Lothar Lockl, zufälligerweise der ehemalige grüne Pressesprecher, zufälligerweise der Kampagnenchef des grünen Bundespräsidenten. Also wer, wenn nicht Lothar Lockl und Weißmann, sind doch als Politoffiziere einerseits aus der türkisen Reichshälfte, andererseits aus der grünen Reichshälfte, ja die lebendigen Beweise dafür, dass der Proporz, der Postenschacher, der Nepotismus, die Vetternwirtschaft beim ORF seit Jahrzehnten fröhliche Urstände feiert. Ja, der Herr Wrabetz. Nein, der Vorgänger von Lockl. Der Herr Wrabetz war der Herr Steger. Und wer war der Herr Steger? Ja, der Herr Steger FPÖ war FPÖ-Vizekanzler. Der FPÖ-Vizekanzler in den 80er Jahren und Unternehmer. Also, ja, ich gehöre auch nicht, bei aller Wertschätzung, ich gehöre auch nicht zu den Personen, die dieses Unwesen beim ORF-Stiftungsrat jemals verteidigen werden. Ich sage da gern Leute ein, die die Seherinnen und Seher vertreten und nicht die Parteien vertreten, die ihren Einfluss maximieren. Derzeit wollen. Leisten sich Grüne und ÖVP da einen Regierungsfunk, den wir zahlen müssen. Kann man sagen. Naja, logisch. Und was noch schlimmer ist, Grüne und Türkise, vor allem die Grünen, haben ja gesagt, sie wollen es besser machen. Die Grünen haben ja gesagt, reißen wir die Fenster der Republik auf, durchlüften wir sie. Wählen wir den Anstand. Der Anstand würde Grün wählen. Hm. Lassen wir eine neue Luft, einen Reformgeist rein. Keine Politoffiziere mehr. Ja, dann sitzt der Lothar Lockl beim ORF, dann sitzt irgendein Kind, eine Kochbuchautorin aus Vordelberg im Vorstand von das der nehmen wir noch lieber als der Herr Steger. Im Aufsichtsrat von der Asfinag. Ich weiß nicht, was ein Kochbuch mit einer Autobahn zu tun hat. Na ja. Gut, meine Lieben. So, das heißt der Herr Reichhold, oder? Das war die Bärsuppe anrühren, oder was? Was hat der Herr Reichhold für eine Qualifikation? Der Herr Reichhold war Verkehrsminister, da vergessen Sie etwas. Ja, der und war das ist eine Qualifikation? So. Der Herr Reichhold war zumindest qualifizierter als Verkehrsminister und ehemaliger Verkehrslandesrat, als er Kochbuchautorin für die Asfinag. Wir müssen dieses Jahr 2022 nur durchbringen. Ich freue mich, dass ich schon im Jänner so in Streiten gerät. Das war also eine Tour de Horizont vom alten ORF, wie er sein sollte, Sepp Forcher, Gerd Bacher, zum Neuen, wie er nicht sein soll. Roland Weißmann, Lothar Lockl und der Regierungsfunk. So, wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen die angesprochenen Grünen dran. Denn das war das Jahr, in dem alle grünen Vorsätze über Bord geworfen wurden. Es sollte ja Europa und die Welt grün werden. Stattdessen haben wir jetzt Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke und AKWs. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das Kulturell. Gerald Groß gegen Sebastian Bornmena. Die besten Aussagen, die schärfsten Analysen. Das beliebte Streitduell. Jetzt im großen Jahresrückblick auf OE24TV. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Der große OE24-TV-Jahresrückblick. Alle Aufreger, alle Skandale und alle Highlights aus dem Jahr 2022. Der große OE24-TV-Jahresrückblick nur auf OE24-TV. Ja, und das ist der Jahresrückblick mit Ihren liebsten Streithanseln, könnte man sagen, mit Gerald Groß, Sebastian Bornmena, normalerweise am Dienstagabend mit super Quote unterwegs, aber jetzt, angesichts dieses ganz besonders spannenden, verrückten, historischen Jahres, eine Überdosis Groß und Bornmena,
Die beiden werden das ganze Jahr Monat für Monat analysieren. Eine Stunde für jeden Monat. Wir sind beim Jänner angelangt. Wir haben über Nehammer gesprochen. Wir haben über den ORF gesprochen. Wir haben über den Lehrling Kurz gesprochen, der Unternehmer wurde. Höchste Zeit, dass wir über die Grünen sprechen. Da gibt es ja eine Lieblingsministerin von uns. Das ist Leonore Gewessler. Sebastian hat sie ins Herz geschlossen, wie wir wissen, und sie ihn. Die wollte ja alles bei uns besser machen. Sie wollte die Kohlekraftwerke abschaffen, stattdessen hat sie jetzt wieder welche aufgedreht. Sie wollte die CO2-Heizungen abschaffen, stattdessen arbeiten die jetzt auf Hochtouren. Und natürlich wollte sie europaweit gegen die Atomkraftwerke kämpfen. Doch das genaue Gegenteil ist passiert. Die Grünen in Deutschland an der Regierung haben die AKWs verlängert. Und das Europaparlament hat überhaupt beschlossen, zur Verzweiflung der Frau Gewessler, dass AKWs eine umweltfreundliche Technologie sind. Im Jänner. Schauen Sie sich das an. Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke können in der EU wie erwartet ab Januar 2023 als klimafreundlich eingestuft werden. Am Montag lief um Mitternacht eine Frist für die EU-Länder aus, um das umstrittene Finanzvorhaben noch zu stoppen. In der vergangenen Woche hatte das EU-Parlament gebilligt, Atomkraft und Gas unter Auflagen in die sogenannte Taxonomie aufzunehmen. Das Klassifizierungssystem soll Unternehmen und Bürgern dabei helfen, klimafreundliche Projekte zu identifizieren und Geld dort zu investieren. Ziel ist es, den Kampf gegen Klimawandel voranzubringen. Umweltschützer hatten kritisiert, dass Gas- und Atomkraftwerke nicht umweltfreundlich seien. Im vergangenen Jahr wurde bereits entschieden, unter anderem die Stromproduktion mit Solarpanelen, Wasserkraft oder Windkraft als klimafreundlich einzustufen. Zudem wurden Kriterien für zahlreiche andere Wirtschaftsbereiche festgelegt. Unter dem Druck einiger Mitgliedstaaten schlug die für Gesetzesvorschläge zuständige EU-Kommission dann Ende vergangenen Jahres vor, dass auch Geldanlagen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich gelten sollen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei Frankreich, das in der Atomkraft eine Schlüsseltechnologie für eine CO2-freie Wirtschaft sieht und die Technik gerne auch weiter in andere Länder exportieren will. Deutschland setzte sich im Gegenzug für ein grünes Label für Gas als Übergangstechnologie ein. Umweltschützer hatten das Vorhaben stark kritisiert, da Treibhausgase ausgestoßen werden, wenn Energie mit Erdgas erzeugt wird und bei Atomkraft der radioaktive Abfall und mögliche Unfälle als problematisch gelten. Um den Vorschlag zu verhindern, hätten sich mindestens 20 EU-Staaten zusammenschließen müssen, die mindestens 65% der Gesamtbevölkerung der EU vertreten. Das kam bis zum Fristende am Montag nicht zustande, auch weil viele Staaten an der Nutzung von Kernkraft interessiert sind. Sie erhoffen sich von der klimafreundlichen Einstufung, dass mehr Geld in den Ausbau von Atomkraftwerken fließt. Der sogenannte Rechtsakt zur Taxonomie tritt nun am 1. Januar kommenden Jahres in Kraft. Länder wie Österreich sowie Umweltorganisationen planen, dagegen zu klagen. Ja, was so eine Energiekrise alles auslösen kann. Da haben wir Grüne in der Regierung und haben gehofft, die werden jetzt unser Klima in die Zukunft führen oder zukunftsfähig machen. Und was uns diese Leonore, die heilige Leonore, nicht alles versprochen hat. Und jetzt kauft sie Erdgas in Katar und muss in der EU mitbeschließen, dass AKWs umweltfreundlich sind. Lieber Sebastian, du liebst ja die Leonore. Wie wir schätze sie sehr, ja. Du schätzt sie sehr. Lieben du ihn, meine Frau. Sie schätzt dich, ja. Wie konnte diese Entgleisung passieren? Ich finde es überhaupt keine Entgleisung. Ich finde, die Grünen haben im Jahr 2022 eine Weiterentwicklung zu einer wahren Volkspartei gemacht, weil sie nämlich etwas mitgetragen haben, das im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher ist. Wie wären Gerald Gross und die FPÖ im Quadrat kupft, wenn die Leonore Gewessler nicht in Katar das Gas gekauft hätte, wenn sie nicht Mellach wieder eingeschalten hätte, wenn sie nicht bereit gewesen wäre, Umweltziele hintanzustellen, wenn es darum geht, Österreicherinnen und Österreichern einen warmen Winter zu bescheren. Also ich finde es wirklich ein Witz, dass man auf der einen Seite immer basht die Grünen dafür, dass sie das Klima und die Umwelt schützen wollen und auf der anderen Seite, wenn sie dann das machen, was purer Menschen und gesunder Menschenverstand ist, nämlich zu sagen, wir stellen jetzt einmal die Versorgungssicherheit der Österreicherinnen und Österreicher über die Klimaziele, das zu machen. Aber eines möchte ich in Bezug auf die Atomgeschichte schon sagen. Es ist Leonore Gewessler, die gerade eine Klage führt gegen die Europäische Union, weil sie das nicht so hinnehmen möchte. Da schaue ich mal an, was hat ein FPÖ-Politiker oder ein ÖVP-Politiker jemals gegen das, was in Brüssel gemacht wurde, getan? Nichts außer leere Worte. Gewessler führt zumindest wie eine Jeanne d'Arc, meiner Meinung nach, den Kampf im Sinne der österreichischen Interessen
müssen, weil wir Demelin Mochow zu uns hinnehmen wollen. Sie wissen, wie schon Tag geändert hat, gell? Am Scheiterhaufen, verbrannt in ihrer eigenen Hybris im Übrigen. Und das ist die grüne Politik. Die Grünen gegen Feinstaub, für E-Mobilität, gegen Gasheizungen, gegen Ölkraftwerke, gegen Atomkraft. Seit es die Grünen an diese Ökosekte in Österreich gibt, Fledermeißner Blau, Fuchs, Wabel, wie sie alle geheißen haben, gegen Atomkraft, das ist ja sinnvoll. Gegen Heimburg. Und jetzt sind die Grünen die sagen, ja, okay, wir sind Opportunisten. Wir wollen das billige Gas aus Russland nehmen. Aha. Wir nehmen wieder die Atomkraft. Wir sperren, wir sperren die Kohlekraftwerke auf. Wir erklären die Atomkraft grün. Warum? Weil wir am Ende der Hybris angelangt sind. Weil nämlich die Grünen dann plötzlich draufgekommen sind, nämlich ihre Neigungsgruppe dumm. Ah, der Strom kommt nicht nur aus der Steckdose. Da brauchen wir von irgendwoher. Ist das die Wasserkraft? Die Grünen wollten die gesamte Mobilität Europas, die gesamte Individualmobilität Europas, die gesamte Automobilflotte in den nächsten 15 Jahren auf E-Mobilität umstellen. Und da habe ich vor 2-3 Jahren schon zu Ihnen gesagt, Herr Dr. Born-Mehner, Achtung, dann muss man auch dazu sagen, dass wir Krischko und Demelin, die Schrottkraftwerke rund um Österreich, die uns tatsächlich in Gefahr bringen, weiterhin aufrechterhalten. Weil, Herr Dr. Born-Mehner, der Strom kommt nicht aus der Luft. Das ist nicht Luft und Liebe, der Strom. Doch, der kommt irgendwo aus der Luft. Kommt man her. Und wenn man die ganze E-Mobilität, wenn man die gesamte Individualmobilität umstellt, die ganze Automobilflotte Europas, dann wird man Atomkraftwerke brauchen. Und das ist die späte Erkenntnis der Atomkraftlobbyisten rund um Greta Thunberg, Leonore Gewessler und Werner Kogler, sofern er es überhaupt mitkriegt. Die liebe heilige Chantal, Leonore Gewessler ist ja deiner Meinung nach die beste Ministerin dieser Regierung. Nicht nur diese Regierung, sondern ich glaube seit vielen Regierungen, ja, wenn man sich mal anschaut, was wir von der FPÖ präsentiert bekommen haben, Monika Forstinger. Oder ich meine, erinnern Sie sich noch an die Leute, die da hingesetzt wurden? Erinnern Sie sich noch? Unsere Ministerin alles gelöscht, in der Herzen. Genau, Ministerin der Herzen, ja. Monika Forstinger. Ja. Na, aber jetzt mal ernsthaft. Also die Leonore Gewessler, man kann sie gut finden oder schlecht finden, aber sie ist zumindest aus meiner Sicht wirklich vehement und stringent in dem, was sie macht. Sie sagt, sie muss einen europäischen Beschluss zur Kenntnis nehmen, aber sie wird alle Möglichkeiten, die das kleine Österreich hat, auch nutzen, nämlich zum Beispiel die Europäische Union zu klagen. Das hätte man machen können im Migrationsbereich. Dann brauchen wir Erdgas aus Katar. Nein, sie ist auch Windkraft machen zum Beispiel. Was ist mit der Windkraft? Eleonore Gewessler sagt richtigerweise... Das heißt Leonore. Jetzt sagen Sie zumindest den Namen richtig. Wie heißt sie denn jetzt wirklich? Entschuldige. Leonore Gewessler. Ich sage Leonore. Lili Gewessler. Ist ja vollkommen wurscht. Die Namen sind in der Regierung wie austauschbar. Frau Gewessler. Was macht Frau Verwesler denn in Wahrheit politisch? Sie erklärt uns allen... Das Öl- und das Gasverbot, die nehmen wir nicht, weil das ist blutig. Dann hängt sie sich ein Kopftuch um, steigt in den Privatjet, fährt nach Katar zu den größten Korruptionisten der Erde, zu den größten Menschenrechtsverbrechern, kniet vor den Schuhen des Propheten, des Emir und sagt, Emir, Exzellenz, gib mir dein Blutgas. Und wissen Sie, Herr Dr. Born-Mehner, das ist zu heuchlerisch. Einerseits die gesamte europäische Energiesystem ins Wanken zu bringen, die Leute vor die Wahl zu stellen, entweder Lebensmittel einzukaufen oder Stromkosten zu zahlen und dann am Ende zu sagen, von Putin nehmen wir es nicht, aber von Katar nehmen wir das vierfach teure Flüssiggas und holen es mit Dieselschiffen nach Europa auf, mit einer CO2-Bilanz, wo selbst die Greta Thunberg zum Husten anfängt. Herr Dr. Born-Mehner, das ist heuchlerisch. Wasser predigen, Wein saufen. So, Gerhard Gross kommt schon langsam in Fahrt, das Adrenalin steigt. Höchste Zeit, dass wir in eine Werbepause gehen und dann wirklich mit dem Thema kommen, wo er üblicherweise durchknallt, und das ist Corona. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das Kulturell. Gerhard Groß gegen Sebastian Born-Mehner. Die besten Aussagen, die schärfsten Analysen. Das beliebte Streitduell. Jetzt im großen Jahresrückblick auf OE24TV. So, und wir sind wieder zurück im Studio. Letzter Einstieg für heute, letzter Einstieg für den Jänner, mit dem dieses Jahr 2022 so spektakulär begonnen hat. Der Lehrling Kurz wird Unternehmer, der Lehrling Nehammer wird Bundeskanzler, die Lehrfrau Gewessler wird unsere beste Umweltministerin aller Zeiten, der ORF beginnt durchzudrehen und jetzt fehlt uns nur noch das eigentliche Thema des Jänner. Sie erinnern sich,
Corona. Und da gab es im Jänner Riesenaufregung, unter anderem auch hier in diesen Duellen. Der eine hat gesagt, er geht mit einem Flammenwerfer vor, der andere wollte mit Wasserwerfern vorgehen, um ein großes Thema. Das war Corona, das war die Impfpflicht. Diese Regierung Schallenberg-Nehammer hat sie eingeführt und Gerald Gross ist auf die Barrikaden gegangen. Zu Recht, weil es ein Eingriff, ein versuchter Eingriff in die körperliche Unversehrtheit von Menschen war. Weil es in Wahrheit nicht gerechtfertigt war, weil es in Wahrheit nicht sinnhaft war und weil wir am Ende nun sehen, siehe Deutschland, FDP-Chef Kubicki, der sagt, wir müssen alle obduzieren, die sich impfen haben lassen. Na, schauen wir uns das einmal kurz an. Impfpflicht in Österreich im Jänner 2022. Die Bundesregierung hat am Sonntag den fertigen Gesetzesentwurf der geplanten allgemeinen Corona-Impfpflicht präsentiert. Sie tritt Anfang Februar in Kraft und gilt für Personen ab 18 Jahren. Das betrifft 7,4 Millionen erwachsene Menschen in Österreich. 5,8 Millionen davon seien bereits geimpft, so die Regierung. Wenn es um die Sicherheit der Gemeinschaft geht, wenn es darum geht, dass Gemeinschaft frei leben kann und soll, dann ist die Politik in der Verantwortung. Und deswegen haben wir es uns in der Regierung nicht einfach gemacht und haben eine Maßnahme ins Auge gefasst, die keine war, die wir von Anfang an in irgendeiner Form wollten. Wovon spreche ich? Von der Impfpflicht. Aber wir haben gesehen, dass noch immer zu viele nicht geimpft sind, sodass wir unsere Freiheit gesamt miteinander leben und verbringen können. Daher stehe ich zu meinem Wort als Bundeskanzler, wir als Bundesregierung, dass wir alles unternehmen werden, um diese Pandemie zu bekämpfen. Omikron wird uns zwar vermutlich einen hohen Grad an einer Immunisierung bringen, aber ohne verpflichtende Impfung werden wir immer hinterherhinken. Denn Omikron, und davon gehen die meisten Experten aus, wird nicht die letzte Variante sein. Fachexpertinnen und Fachexperten warnen bereits jetzt auch vor neuen Varianten. Und wir wissen nicht, wie lange ein Immunschutz hält nach einer Omikron-Variante. Mit dieser Impfpflicht wird es uns gelingen, diese wichtigen zusätzlichen Prozente der Durchimpfungsrate zu erreichen. Wir wollen hier alle mit an Bord nehmen. Wir wollen neue und klare Perspektiven im Umgang mit der Pandemie schaffen. Ein Weg zurück zu der Normalität, die wir uns alle so sehnsüchtig wünschen. Und genau deshalb brauchen wir dieses Gesetz und genau deshalb stehen wir heute vor Ihnen. Lassen Sie es uns gemeinsam angehen, wir schaffen das. Die Impfpflicht wird in drei Phasen eingeführt. Nach einer Eingangsphase wird es ab Mitte März Kontrollen und Anzeigen geben. Die zweite Phase ist, dass wenn wir sehen, dass der Impffortschritt noch immer nicht ausreichend ist, es ein Erinnerungsschreiben geben wird, ein Informationsschreiben an diejenigen, die noch nicht geimpft sind. Und in der dritten Phase, wenn all das nichts nützt, gibt es dann das Schreiben mit dem Impftermin, bei Nichteinhaltung auch die Strafverfügung. Ausgenommen von der Impfpflicht sind Schwangere oder auch Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für Genesene gilt die Impfpflicht ab 6 Monaten nach der Erkrankung. Das möchte ich jetzt auch aus verfassungsrechtlicher Sicht begründen. Denn die Frage wurde natürlich immer wieder gestellt, kann denn so eine Impfpflicht verfassungskonform sein? Und die Antwort lautet, ja, sie kann verfassungskonform sein. Es ist keine Frage, dass diese Impfpflicht ein Eingriff in die Grundrechte ist. Hier spricht vor allem Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention eine klare Sprache. Aber dieser Eingriff in das Privat- und Familienleben ist gerechtfertigt, wenn man ein legitimes Ziel in einer demokratischen Gesellschaft verfolgt. Und das ist einmal der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und die Aufrechterhaltung der Gesundheitssysteme. Also das Ziel ist der erste Punkt, der erfüllt sein muss und der berechtigt sein muss. Zum Zweiten braucht es ein effektives Mittel. Und wir haben es gehört, die Impfung wirkt. Sie schützt vor schweren Verläufen, sie schützt vor der intensivmedizinischen Behandlung, sie schützt uns als Gesellschaft. Das ist selbstverständlich etwas,
was wir auch laufend immer wieder evaluieren und mit den Experten besprechen müssen. Und drittens, die Verhältnismäßigkeit muss gegeben sein. So gesehen kann die Impfpflicht auch eines Tages wieder außer Kraft gesetzt werden. Im Moment wissen wir, dass die Impfung das effizienteste Mittel im Kampf gegen die Pandemie ist. Ja, das war der große Aufreger des Jänner hier in diesem Land, die Impfpflicht. Sie wurde mit aller Brutalität durchgezogen und der Gerald Gross hat mit aller Brutalität jeden Dienstag hier dagegen angekämpft. Sie war der größte Flop. Der Game Changer war ein Flop. Und die Rache der Menschen an dieser Politik ist das Archiv. Und alles, was wir gehört haben, hat sich nach mittlerweile 12 Monaten wurde es der Lüge überführt. In Wahrheit war diese Impfpflicht ein riesen demokratiepolitischer Skandal, weil Menschen in Wahrheit entrechtert worden sind, dämonisiert worden sind, teilweise ins Eck gedrängt worden sind. Sie war weder verfassungskonform, sie war in Wahrheit auch nicht verhältnismäßig. Und wenn mittlerweile deutsche Politiker sogar fordern, FDP, die Geimpftoten zu obduzieren, die nach einer Impfung gestorben sind, dann befinden wir uns in einer ganz neuen Dimension der Diskussion über diesen Wahnsinn, der stattgefunden hat. Ich bin froh, dass wir gegen die Impfpflicht lange genug angekämpft haben. Es war die größte Sünde der Regierung und das ist ein Wahnsinn, dass jene, die diese Impfpflicht sowohl im Nationalrat als auch in der Regierung zu verantworten gehabt haben und das mit diesen Worten und schönen Tönen verkauft hat und auch die Landeshauptleute, Hanne Mickel-Leitner, Hermann Schützenhofer, gut, der ist eh schon in Pension, dass die noch immer im Amt sind. In Wahrheit war das ein Verbrechen an unserer Gesellschaft. Sebastian? Na, ich sehe das überhaupt nicht so. Ich glaube, dass die Impfpflicht, und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gehabt, wir haben ja Impfpflicht schon in Österreich gehabt. Wer hat es denn erstmals eingeführt? Und deswegen ist wichtig, dass man, wenn jetzt gerade Sie auf das kommen, dann glaube ich, brauchen wir eine Debatte. Nein, ja. Wer hat es denn erst eingeführt? Aber bleiben wir jetzt beim Punkt. Ja. Der Punkt ist, die Impfpflicht ist ein probates Mittel, um eine Gesundheitskrise abzuwenden. Ob sie in diesem Fall gerechtfertigt war oder nicht, das ist eine Diskussion, die wir zu einem späteren Zeitpunkt führen müssen. Aber dass die Impfpflicht per se eine Einschränkung oder Aushöhlung der Demokratie wäre, das sehe ich überhaupt nicht. Also sie war richtig. Ich finde, sie war zu dem Zeitpunkt, als sie gemacht wurde, von der Intention her richtig. Ich fand auch das Stufenmodell korrekt. Dass sie nie wirklich exekutiert wurde, finde ich genauso in Ordnung. Aber das, was wirklich der Skandal ist, sind die Wahnsinnigen, die mit Antisemiten auf die Straße gegangen sind. Und das waren Sie, Herr Groß. Mit den Hitler-Bildern sind Sie auf die Straße gegangen. Ich bin und mit dem Hitler-Bild auf die Straße gegangen. Andere Leute sind mit Hitler-Bild auf die Straße gegangen. Und das tut so unterschwellig. Es ist immer das Gleiche. Wissen Sie, was am Ende 2022 zu bilanzieren ist? Wissen Sie, was wirklich zu bilanzieren ist? Was? Alle diese als sogenannten Verschwörungstheoretiker, Querdenker und Schwurbler diffamierten Menschen haben am Ende Recht behalten. Ach so? Alle haben Recht behalten. Wir haben mittlerweile Studien von allen internationalen Gesundheitsorganisationen, dass die Lockdowns sinnlos waren. Wir haben Studien, dass die Impfpflicht verhetzerisch war und sinnlos war. Wir haben Studien, dass die Maskenpflicht falsch war. Wir haben einen Gesundheitsminister Rauch, der erklärt, dass das größte Verbrechen war, die Schulen zu schließen. Der eigene Gesundheitsminister der Grünen erklärt, das größte Verbrechen war, die Schulen zu schließen. Und Sie sind da drinnen gesessen. 3 Jahre lang. Ich sage alles das, was die Experten mir einflößen. In Wahrheit hätten wir dort Experten als Soufflösen hinsetzen können und Sie hätten uns das Sport und ich hätte mir einige Magenkrämpfe. So, und jeder bilanziert sein Jahr 2022, wie wir sehen, etwas anders. Die beiden Herren natürlich, wie wir wissen, extrem gegensätzlich. Das war unsere Bilanz des Jänners 2022. Ich hoffe, es war spannend, es war lehrreich, es war kritisch und Sie haben ein bisschen diesen dramatischen Jänner noch einmal nacherleben können. Bitte morgen sehen wir uns wieder um dieselbe Zeit und da wird es noch spannender, denn dann kommt der noch dramatischere Februar. Und der hat den Beginn des Ukraine-Kriegs mit dem Einmarsch von Putin. Der hat die erwähnten Corona-Demonstrationen, bei denen Sebastian Bornmähner Flammenwerfer einsetzen wollte. Der hat aber auch noch viele andere spannende Themen. Wir sind morgen wieder zurück mit Gerald Gross gegen Sebastian Bornmähner beim großen Jahresrückblick 2022.